Fortnite spielen und Millionär werden, so geht's. Und IG Metall will YouTubern wieder helfen, mehr Geld zu verdienen. Das und mehr jetzt bei Techer Weekly 162. Willkommen zu einer neuen Folge Techer Weekly. Los geht's mit dem Top-Thema der Woche. Wer gut in Fortnite ist, der kann mit seinem Talent richtig gutes Geld verdienen. Und genau das hat jetzt auch ein 16-Jähriger bewiesen, der bei der Fortnite-WM am vergangenen Wochenende ein Preisgeld in Höhe von 3 Millionen US-Dollar gewonnen hat. Beim Fortnite World Cup kämpften am vergangenen Wochenende nämlich die Teilnehmer aus aller Welt um Preisgelder in Höhe von insgesamt sagenhaften 30 Millionen US-Dollar. Einen der höchsten Preisgelder für ein E-Sport-Event dieser Art überhaupt. Die Weltmeisterschaft selbst fand im Arthur Ashe Stadion in New York statt. Ja, im Vorfeld hatten 40 Millionen Fortnite-Spieler weltweit um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft gekämpft. In der Kategorie Solo-Champion konnte dann schließlich der 16 Jahre alte US-Amerikaner Kyle Booger Giesdorf durchsetzen und er gewann die besagten 3 Millionen US-Dollar. Den Titel Duo-Champion sicherte sich das europäische Team Kula, bestehend aus Emil Nyrox Bergqvist Petersen aus Norwegen und David Aqua Wang aus Österreich. Die beiden Profi-Gamer teilen sich das Preisgeld in Höhe von 3 Millionen US-Dollar. Ja, ein Preisgeld in Höhe von 30 Millionen US-Dollar für ein derart kurzes E-Sport-Event ist ungewöhnlich und zeigt, wie beliebt Fortnite geworden ist. Epic Games verdient mit Ingame-Käufen Milliarden und kann es sich halt eben leisten, ein 30 Millionen Dollar Turnier durchzuführen. Zum Vergleich, bei den Wimbledon Championships 2019 spielten die führenden Tennisspieler der Welt um ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 38 Millionen britischen Pfund, was umgerechnet 47 Millionen US-Dollar entspricht. Damit wurde um nur 17 Millionen US-Dollar mehr als beim Fortnite-Turnier gespielt. Allein in diesem Jahr wird Epic Games bei ähnlichen Events insgesamt Preisgelder in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen. Ich glaube, du sollst mal Fortnite üben, da können wir uns was nebenbei verdienen. Nebenbei ist ganz gut. Hauptjob, würde ich sagen. Hier macht's mehr Spaß. Dass alle YouTuber fett Kohle kassieren mit ihren Videos, ist immer noch fest in den Köpfen vieler Zuschauer. Bei einigen wenigen YouTuber mag das auch noch so stimmen, der Großteil kann damit aber kein Leben finanzieren. Schlimmer wird es auch dann noch für die wenigen YouTuber, die vorher viel bzw. genug und dann plötzlich nicht mehr so viel bei YouTube verdienen. Jörg Sprave und Christiane Brenner, zweite Vorsitzende der IG Metall, fordern in einem gemeinsamen Video auf YouTube von YouTube volle Transparenz über Regeln. Klare Regeln darüber, warum zum Beispiel ein Video demonetarisiert oder gelöscht wurde, menschliche Ansprechpartner statt Standardnachrichten und vor allem Mitsprache an Entscheidungsprozessen. Auch sollen kleinere Kanäle wieder mehr Geld mit ihrem Content erhalten. Yay. Stattdessen würde YouTube vor allem Kanäle von Promis oder TV-Kanälen pushen, weil die wohl bei Anzeigenkunden besser vermarktbar seien. Die IG Metall hat die Forderungen jetzt an YouTube in Hamburg geschickt, beziehungsweise an Google, und hat ihnen jetzt 4 Wochen Zeit gegeben, in Verhandlungen zu treten. Wenn YouTube sich weigert, dann haben die YouTubers Union und die IG Metall 3 Strategien vorbereitet. Unter anderem eine Klage wegen möglicher Scheinselbstständigkeit der YouTuber. Und als weiteren Angriffspunkt nennt Jörg Sprave einen DSGVO-Verstoß, weil die Geheimhaltung von YouTube illegal sein könnte, beziehungsweise die Intransparenz. Die 4-Wochen-Frist läuft Ende August aus. Wir sind schon sehr gespannt, wie YouTube auf die Forderung reagiert und wie mögliche Verhandlungen hier aussehen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Verratet uns jetzt mal unten in den Kommentaren, ja, was ihr von dieser ganzen Geschichte haltet. Ist das nur Jammern auf hohem Niveau der YouTuber oder sind die Forderungen hier sogar gerechtfertigt? Also wie gesagt, Meinungen gerne unten in die Kommentare. Das waren sie auch schon wieder. Die Top-Themen der Woche können wir nun zum Quick News. Takis, leg los. Gerne doch. Microsoft liefert eine neue Vorabversion von Windows 10 an Insider aus, die einen Hinweis auf eine neue spannende Funktion enthält. Offenbar wird es ab dem Frühjahrsupdate 2020 möglich sein, Windows 10 mit der Cloud-Download-Variante zurückzusetzen. Im Fall eines Notfalls lädt sich Windows 10 dabei automatisch die aktuellsten Dateien direkt von Microsoft herunter und installiert sie dann. Das hat den Vorteil, dass ihr sofort die aktuellste Windows 10-Version erhaltet und nicht erst mühsam nach einer neuen Installation auch noch alle Updates installieren müsst.
Viele Fitness-Tracker verlangen von ihrem Träger, dass er mindestens 10.000 Schritte täglich macht. Wenn ihr nun denkt, dass die Empfehlung für die täglichen 10.000 Schritte medizinische Gründe hat, dann muss ich euch jetzt leider enttäuschen. Die 10.000-Schritte-Regel hatte sich ein japanisches Unternehmen im Jahr 1964 ausgedacht, um seinen Schrittzähler zu vermarkten, und der hieß Mampokai, was übersetzt 10.000 Schritte bedeutet. Wie viele Schritte pro Tag nun wirklich gesund sind, darüber streitet die Wissenschaft. Ich sag aber mal, je mehr Schritte pro Tag ihr macht, desto dankbarer ist euer Körper dafür. Nvidia liefert für seine Android-TV-Box Shield TV jetzt das Android Pie Update aus. Das neue Shield Experience Upgrade bringt eine Reihe von Verbesserungen, so können nun auch 20 weitere Spiele via GeForce Now gespielt werden. Ich muss da auch mal Nvidia loben, obwohl Shield TV schon lange erhältlich ist, liefert Nvidia regelmäßig neue große Updates aus. Da kann sich der ein oder andere Smartphone-Hersteller mal ein Beispiel daran nehmen. Ein US-Senator will mit seinem Smart Act genannten Gesetzesentwurf alle Elemente von Webseiten verbannen, die die Nutzer als Ärgernisse empfinden oder die zur Social-Media-Sucht führen könnten. Und so soll zum Beispiel kein Video mehr beim Öffnen einer Webseite automatisch abgespielt werden oder eine Seite unendlich lang nach unten scrollbar sein. Ein paar Entwickler haben Diablo 1 aus dem Jahr 1996 auf Browser portiert. Ihr könnt den Hack-and-Slash-Klassiker also in jedem modernen Browser zocken. Aus rechtlichen Gründen muss man allerdings Diablo 1 bereits besitzen, um das Spiel im Browser auch starten zu können. Aber das Spiel gibt es ja mittlerweile inklusive Hellfire für günstige 8,99 Euro bei GOG. Sicherheitsforscher haben Sicherheitslücken in den SSD-Tools von SanDisk und Western Digital gefunden. Es gibt bereits Updates, die die Sicherheitslücken schließen. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Von Quick News kommen wir nun zum Kommentar der Woche. Unter unsere letzte Fuck-Up-Folge mit Chris und Simon schreibt Johannes Albers: Ich kann Simon und den anderen Simon, der aussieht wie Simon, nicht unterscheiden. Ja, da geht es uns genauso. Deshalb tragen die beiden hier im Büro auch Namensschilder, damit wir sie auseinanderhalten können. Ja, ist manchmal wirklich gar nicht so einfach. Naja, kommen wir nun zum Fail der Woche. Der Fail der Woche geht dieses Mal an Microsoft für einen doch etwas überzogenen Werbeclip. In diesem spottet Microsoft mal wieder über Apple, und das ist ja eigentlich immer wieder ganz witzig, ne? Ja. Und auch Apple lästert ja immer wieder über Microsoft, da geben die beiden ja sich nichts. Aber dieses Mal hat Microsoft dann doch etwas den Bogen überspannt. In dem Clip taucht nämlich eine Person auf, die angeblich Mackenzie Book bzw. kurz MacBook heißt und angeblich in Sydney, Australien lebt. Er wird dann immer wieder gefragt, wie er das Surface Laptop im Vergleich zum MacBook Air findet. Herauskommen dann so Sprüche wie: MacBook sagt, dass das Surface schneller ist. Oder MacBook sagt, dass Surface hat einen Touchscreen, eben weil Macs keinen Touchscreen haben. Der Clip endet dann mit: Vertraut mir, ich bin MacBook und Mac sagt, holt euch einen Surface Laptop. Alles ziemlich platt irgendwie. In der Tat, also erste Hinweise über die Existenz eines solchen Clips kursierten bereits vorab im Web. Viele dachten aber, dass Microsoft sich nicht trauen würde, ihn zu veröffentlichen. Ja, falsch gedacht. Tada! Damit lagen sie dann falsch. Seit Donnerstag gibt es den Clip im offiziellen YouTube-Kanal von Microsoft. Allzu begeistert fallen die Reaktionen auf den Clip nicht aus. Come on, Microsoft, das könnt ihr auch witziger. Sonst fragt einfach Takis und mich, wir schreiben euch dann halt das richtige Skript, wenn die Motivation stimmt. Und also, mit Motivation meine ich. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst uns unbedingt einen Daumen nach oben da, teilt das Video mit allen Leuten, die ihr so kennt. Weitere Videos von uns gibt's hier und dort, könnt ihr uns abonnieren. Und nicht die Glocke vergessen. Ja, und so, auch nicht vergessen, TechaWeekly jeden Freitag ab 18 Uhr überall auf YouTube, Facebook und Co. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Adieu.